ihnen ist einzigartig und unsterblich. Einst führten sie die dunklen Heere im Sechsvölkerkrieg. Und sie hätten das Licht niedergeworfen, wären nicht die Wächtergötter selbst herabgestiegen, um sie aufzuhalten. Die Fialdark wurden besiegt und unter dem Tor der Könige tief unter der Erde in Bannketten geschlagen. Die Paladine der ehernen Falken wachten über ihren Bannschlaf. Doch es kam, wie es kommen musste. Kriege und dunkle Streiter zerstörten die Festen der Paladine. Heute stehen nur noch Ruinen davon. Man nennt diesen Ort die Klagenden Steine. Wie es scheint, hat die Konvokation die alten Kavernen geöffnet und ein Fialdark konnte entfliehen. Nur einer oder mehrere? Es könnten mehr sein, viel mehr. Wir werden es früh genug erfahren, fürchte ich. Was wisst ihr über Arin? Der Sage nach kam er von den Grimwag-Bergen. Aber genau weiß es niemand. Er ist der einzige seiner Art, ein Drache von fast gottgleicher Macht. Seine Kälte tötet alles Leben in seinem Umfeld. Und so war er stets allein. Er hätte wohl die ganze Welt mit seinem Frost überzogen, wäre nicht die letzte Elfenkönigin aufgebrochen, um ihm die Stirn zu bieten. Ihr Lied gab ihr die Kraft, seiner Kälte zu widerstehen und auch sein Herz zu erwärmen. Seitdem sang sie dort unter dem Eis für den Winterdrachen, damit die Welt wieder einen Frühling erleben durfte. Wir streben nach neuen Erkenntnissen und hohen Schulen der Magie, aber die Kraft der Hoffnung und der Güte entschwindet aus unseren Herzen. Die Lieder der Götter sind vergessen. Ihre Stimme ist die letzte, die uns geblieben ist. Was wisst ihr über... Das hatten wir schon. Ach, halt die Fresse, wir auch... Wo sind denn die? Mich in die Fresse stopfen kann. Diese scheiß Wölfe, die müssen auch alle weg. Da ist doch mein Seelenfels. Ich hab einen Moment lang schon Sorgen gemacht, hier gibt's keinen. Hier kann man ja wohl alles inzwischen kaufen. Das macht das Spiel ja fast schon einfach. Hat irgendjemand auch was Interessantes dabei? Nein. Naja, gehen wir da oben wieder runter. Wo wir jetzt schon da sind, dann könnten wir auch... Na, jetzt bin ich schon runtergelaufen. Zu spät! Könnte es auch hier noch wie umgucken. Ich frage mich, warum der eingesperrt ist. Ich habe keine Ahnung. Musste man die hier kaufen? Hilfe! Ihr werdet wohl kaum ohne Grund dort sein. Ach, dieser Darius ist furchtbar kleinlich. Einen Mann wegen eines Buches einzusperren. Gebt mir doch einmal kurz eure Waffe hier. Ihr habt Darius ein Buch gestohlen? Nein, ich habe es ausgeliehen, etwas nachzuschlagen. Ihr seid ein Dieb. Nein, ich würde nie etwas stehlen. Ich habe es nur... Ihr seid ein Dieb. Und ein Lügner. Also gut. Hört zu. Ich habe das Buch verloren. Wenn ihr es für mich suchen und Darius zurückbringen könntet, würde mich der alte Kauz bestimmt wieder freilassen. Wo soll es denn sein? Ich glaube, irgendwo in der Nähe eines verfallenen Tempels hier in Tirganach. Genau weiß ich es nicht mehr. Richtung Westen vielleicht. Sehr informativ, aber ich konnte mal... in mein Innerstes schauen. Ist ja auch schon mal was Schönes. Noch mehr Quests. Gib sie mir! Oh nein, der hat keinen Quest, der hat nur einen Namen. Pff, verschwinde! Schön, wie abrupt das einfach aufhört. Hat viel Schönes. Da laufe ich doch gleich mal rein. Ach richtig, hab ich ja noch. Coole Sache das. Coole Sache. Ah richtig, ich erinnere mich, was ich da machen muss. Verheizen wir doch mal meine... ich meine natürlich, setzen wir sie sinnvoll ein. Diese mir heiligen Elfen. Hier ist er freundlicherweise...
erfreulicherweise immer noch keine. Sie belagern die Stadt nicht mal. Das ist eine mächtige Stadt. Die hat eine Mauer. Das zeugt schon von ihrer enormen Macht, muss ich sagen. Aber der Wind. Was treibt euch hierher, Ork? Ich suche Hilfe für Miratur. Im Austausch biete ich das Wissen der Knochenschmiede, das nie ein Lichtbeter vorher erlangt hat. Miratur? Was habt ihr mit diesem Sumpfloch zu schaffen? Dieses Sumpfloch ist meine Heimat. Nachdem die Truppen der Winterwacht es verwüstet haben, stehen nun die Horden des Roten Imperiums in der Stadt. Wir gewährten dem dunklen Unterschlupf. Einst waren die Fialdark unsere Herren, aber nun will mein Volk nur noch heimkehren. Seid ihr bereit, die Imperialen aus Miratur zu vertreiben? Ich würde nie die Elfen wählen. Ihr aber steht zwischen Licht und Schatten. Wenn ich euch helfe, werden uns eure Truppen beistehen? Ach, nein. Aber ich werde euch ein Geheimnis anvertrauen, das euch zu machtvollen Waffen Panzer verhelfen wird. Wenn ihr den Preis dafür zahlt. Also gut. Wir sehen uns in Miratur, Ork. Was für Waffen? Ihr glaubt an eure Bücher und die hohen Schulen der Magie. Aber es gibt alte Kräfte in der Welt, die ihr längst vergessen habt. Dunkle Kräfte. Wie die Magie der Knochen. Denn die Knochen eines Wesens sind durchdrungen von seiner Kraft. Die noch lange nach dem Tod erweitert. Und dort wartet, wieder ein Fach zu holen. Dies werde ich dich lehren. Aber später auf mir. Wuhu, wir können bald Panzer bauen. Toll. Wofür sind das deutsche Panzer? Mal gucken, ob ich hier oben platt bekomme. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Schon ein bisschen. Vielleicht sind die Stufen 16 Gegner. Aber das sieht schon mal ganz schlecht aus. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Das wird nichts, glaube ich. Aber sind die Elfen auch so dumm und greifen die an? Also wirklich. Das hätte ihnen doch vorher klar sein müssen, dass sie nichts gegen die ausrichten können. So, dumme Elf. Ich hätte das nicht gemacht. So, haben wir da noch irgendwas? Da ist noch irgendwas. Nee, da komme ich gar nicht raus. Da müsste ich... Nee, geht gar nicht. Geht gar nicht. Hm. Guck euch die dummen Elfen an. Greifen einfach an ohne Grund und lassen sich niederschlachten. Elfen sind schon wegen dumm, ne? Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen hätte vielleicht? Ne, da ich hier irgendwo nirgendwo rauskomme irgendwie. So, ich... Wechseln wir noch 2 Stunden lang die Ansicht, dann passt das. So, wie war das hier? Das ist jetzt der Moment, wo ich mir wünsche, ich hätte sie nicht verheizt. Ich meine, wo ich mir wünsche, dass die Elfen nicht so dumm gewesen wären und alles getötet haben. Aber wir wollen erstmal dahinter, glaube ich. Pissi, du Mistvieh. Hast du einmal eine Mücke drin, kommt die ganze Zeit und nervt dich. Der Wahnsinn. Geht auf keine Kuhhaut. Ich bin nicht mal eine Kuh. Richtig, dann konnte ich, glaube ich, hier hinten hin an die... War das so? Nö? Ich verwechsel hier scheinbar gerade irgendwas. Ah, hör mal auf hier. Ich musste... Ne,
bin ich. Ach, da bin ich. Richtig, so muss ich. Aber müssten da nicht irgendwie Orks oder sowas stehen? Irgendwie schon. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Spiel schon wieder kaputt gemacht. Sie von Trollen angebetet wird. Im Rücken des Status ein Trichter eingelassen. Durch den Trichter sprechen. Müsste in diesem Lager nicht jemand sein? Also. Das ist jetzt immer so eine Frage, aber. Soll ich die Gebäude kaputt schlagen? Ich weiß nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wie war denn das? Togo! Stufe 19. Den box ich auch um. Box ich voll um. Na, es dauert mir zu lang, komm. Ich hole erstmal die Verstärkung ran. Wenn ich die Wölfe da oben platt bekomme. Warum stehen die da? Ich sollte da nicht stehen. Ist da drin noch irgendwas, das ich anbenutzen kann? Anbenutzen. Ist hier eine Kiste? Hier gibt's ja gar nichts. Es lohnt sich ja gar nicht, hier alles zu plündern. Ihr müsst schon was reinstellen, damit sich das lohnt, dass ich euch plündere. Ihr habt das noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Was ist in der Kiste drin? Haufen Zeug. Weil der Großteil wieder Müll ist. Ne. Weise Magie. Was wollt ihr ständig mit dem Kack? Niemand mag weise Magie. So, wollte ich jetzt noch gucken. Sonnenmünze. Wenn ich noch öfter hier alles durchschalte, werde ich vielleicht was finden. Stufe 9. Oh Gott. Stufe 14. Noch irgendwas außer dieses Heldenmonument. Bin mir nicht sicher, ob ich die überhaupt angreifen sollte. Ja, dann kommen alle natürlich. Dann möchte ich mich doch mal freundlichst verabschieden von euch. War nett, mit euch geredet zu haben. Ja, ich kriege keine neuen Elfen mehr. Das wird jetzt kompliziert. Nee, da kann ich nicht lang. Musste ich da lang? Ich weiß nicht mehr, wie war denn das? Musste ich. Ich glaube nicht, dass ich die da platt machen sollte. Oh. Ich bin doch mal weg, Jungs. Was musste ich hier gleich nochmal machen? Wäre schön, wenn du ein wenig schneller laufen würdest. Muss ich doch die Häuser platt machen? Oh, wie war denn das wieder? Puh, keine Ahnung. Also in das Buch komme ich nicht ran. Die redet nicht mit mir. Hier war nichts mehr. Boah. Fragen über Fragen. Der will so ein Kackbuch haben. Beziehungsweise Darius will das Buch haben. Er will nur frei sein. Da oben gibt's nichts mehr. Außer dieses komische Leuchteding. Dum, dum. Hm. Da komme ich nicht raus. Naja, brennen wir halt das Dorf nieder. Da werden wir noch was Sinnvolles heute machen. Dauert doch nur irgendwie 3 Stunden. Dann gibt's noch ein paar, mit denen ich nicht reden kann. Geh nochmal auf Mission, Schatz. In Nähe einiger Eiskreaturen. Ich könnte den Fetisch jetzt nochmal probieren. Warte mal, Eiskreaturen? Aber da war kein Buch, oder? Nee, falsch. Hier, nein, hier will ich hin. Oder war da irgendwo noch was?
Ich krieg keinen Kreis hier, nö. Ich würde schon sagen, das ist... Nee. Ich hack jetzt erstmal die Hütte klein, dann gucke ich weiter. Irgendwo in der Nähe ist auch so eine sehr gute Aussage. Boah, was musst du da machen? Da musst du mir irgendwas machen, dann kamen die hier angelaufen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Oder ist da nochmal eine Eiskreatur jetzt wieder aufgetaucht? Müsste ich fast mal nachschauen, sechs. Waren die vorher schon da? Ich habe nicht aufgepasst. Wieso schreibt einem das Spiel nicht sowas auf? Ist doch wichtig. Was musst du aber machen, wenn diese Scheißtypen hier wieder angelaufen kamen? Oder kamen die so einer bestimmten Uhrzeit an? Ja. Irgend sowas war es, ich weiß es doch. Nee. Schlimm. Schlimm, mein Gedächtnis. Ne? Ah. Naja, mein Langzeitgedächtnis. Da kommen nur Dinge rein, die wichtig sind. Jetzt habe ich zwar vergessen, was für Dinge so wichtig sind, aber... Die stört es auch gar nicht, dass ihre Hütten weg sind, weil... Warum auch? Ich meine, bitte, es ist ganz normal, dass man nach Hause kommt und... Alles ist tot, was man gefunden hat. Was man besaß, alles verbrannt. Tot ist es ja nicht, obwohl... Die Blutflecken waren vorher schon da. Verpisst euch! Jetzt wird es langsam kompliziert, wenn die nicht abhauen. Ja, das war klar. Tolle Sache. Ach, falsche Kampagne. Lass es doch endlich die andere weiter spielen. Da, wo ich Level 30 bin. Verpiss dich, du Mistmücke. Ich hasse diese Viecher. Können wir nicht diese ganzen Insekten, die für unser Ökosystem wichtig sind, einfach mal endlich auslöschen alle? Okay, dann muss ich weiter drum rumlaufen. Oder einen älteren laden oder noch länger warten. Nein, es reicht, wenn ich weiter drum rumlaufe. Hoff's zumindest. Sieht aber gut aus. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Sehr vielversprechend. Dann wollen wir mal zeigen, wer hier Gott ist. Ja, ja. Durch den Trichter sprechen. Welchen Befehl soll die Trolle halten? Zum Osten. Hört mich, Krieger. Ich gebiete euch, mir ein weißes Wolfsfell darzubringen. Es soll das Fell des größten weißen Wolfes sein, der in diesen Bergen lebt. Mugwa spricht! Ja, dann tut mal, was Mugwa gesagt hat, ne? Da schicken sie einen los. Der mäht mir jetzt die Wölfe um, sehr freundlich. Aber dann kriege ich wieder keine Erfahrungspunkte, ne? Wahrscheinlich nicht. Obwohl, ich habe ihn ja geschickt. Im Prinzip müsste ich jetzt schon Erfahrungspunkte bekommen, finde ich. Aber da er nicht mal die Gegend für mich aufdeckt... Sehr unfreundlich von dem Spiel. Na komm. Geh dich ein bisschen schneller. Richtig, die muss ich glaube ich gegen Osten angreifen lassen, weil da noch ein Haufen Viecher stehen. Stehen werden. Hey, ich habe Wolfspilz erhalten.
Eiswolf, Bleibt das Zeug liegen, wenn ich die Map wechsle? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir werden es bald erleben. So, ich hätte jetzt gern meinen Wolfs... Achso, ich habe meinen Wolfspelz ja schon, ne? Aber bevor ich in den nächsten Befehl ergebe, speichere ich nochmal. Aha, er läuft dahin und natürlich. Ich nehme nicht an, dass die sich... Fick dich, Spiel, fick dich. Ach, schon wieder die falsche Kampagne. Ich will doch das Brot des Winters spielen. Nein. Tolle Wurst. Hammer der Verzweiflung. Kann ich da noch was fordern? Hört mich, die Kreaturen dort entweihen. Oh. Macht sie nieder. Vorsicht, Gegner. Ich hab euch gegen Osten geschickt. Warum tut ihr es dann nicht und schlagt Mukwa tot? Das ist nicht sehr nett. Aber das ist ein Ding, dass wir uns das nächste Mal kümmern. Für heute reicht's. Mir ist kalt. Nein, nicht wirklich. Aber das wird auch wahrscheinlich die letzte Aufnahme gewesen sein vor dem Studienbeginn. Könnte also dauern, bis es weitergeht. Aber ist ja nichts Neues. Aber egal, Karl. Ich sag Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wann auch immer das